Wir haben keine Ahnung, ob dies alles hier real ist oder nicht. Wir haben auch keine Ahnung darüber, ob wir tatsächlich existieren oder ob dies einfach alles nur eine Art luzider Traum ist. Das Einzige, was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass wir bewusst sind. Wenn ich dir sagen würde, dass du nicht existierst, wie würdest du darauf reagieren? Du würdest mich sicherlich auslachen und sagen, na klar existiere ich, denn ich bin hier und höre dir zu, wo du mir sagst, dass ich nicht existiere. Aber du hast keinen wirklichen Beweis. Die einzige Sache, die du sagen kannst, ist, dass wir uns dieser Erfahrung bewusst sind. Das ist das Einzige, was zu 100% wahr ist. Wäre es nicht ziemlich befreiend zu wissen, dass dies alles nur ein Traum ist? Das würde bedeuten, dass wir es nicht so ernst nehmen müssten. So lass uns einmal auf die Träume schauen, denn ich wünsche mir, dass du verstehst, dass du nicht wirklich existierst. Ich weiß, es klingt verrückt. Nachts, wenn wir träumen, können wir meistens nie wirklich sagen, dass wir träumen, egal was in dem Traum passiert. Aus irgendwelchen Gründen akzeptieren wir während dieser Erfahrung einfach alles als real. Wir können davon träumen, auf Katzen herumzufliegen, die sich wie feuerspuckende Drachen verhalten. Und wir hinterfragen es nicht und bemerken dabei nicht einmal, dass wir träumen. Wir sind so gefangen in der Erfahrung des Traums, dass wir einfach nicht bemerken, dass wir träumen. Wir können fühlen und schmecken, haben also alle fünf Sinne, und wir träumen, als ob wir im sogenannten Wachzustand wären. Aber nur weil wir die Dinge spüren können, heißt das nicht automatisch, dass alles real ist. Denn offensichtlich liegen unsere Körper im Bett und der Traum läuft ab in unserem Kopf. Daher können unsere Sinne die Realität nicht wirklich bestätigen. Aber das eine, was wir bestätigen können, ist, dass wir bewusst sind. Wir sind auch immer bewusst während unserer Traumerfahrung. Wenn das nicht so wäre, dann würden wir nicht wissen, was Träumen eigentlich ist. In der Tat können wir uns nie nicht bewusst sein. Wir vergessen zwar vielleicht, dass wir bewusst sind, aber wir sind es immer. Wir haben Körper in diesen Träumen. Hände, Füße, Stimme, eben denselben Körper wie den, während wir wach sind. Aber es ist klar für dich, dass der Körper, den du im Traum benutzt, und der Traum nicht real sind. Die Persönlichkeit, die du in deinem Traum lebst, besteht auch nur im Traum und ist nicht real. Und das gilt auch für den Körper. Während du wach bist. Du bist nicht dieser Körper. Schaue auf deine Hände. Das bist du nicht. Du bist nicht ein Mensch, der eine menschliche Körpererfahrung hat, sondern du bist Bewusstsein, welches diese Lebenserfahrung als Mensch erfährt. Es spielt keine Rolle, ob diese Erfahrung real ist oder nicht. Denn du hast dennoch eine Erfahrung, die du selbst machst und bist dir darüber bewusst. Bewusstsein war hier, bevor du geboren wurdest, und Bewusstsein wird es auch nach dem Körper im Jenseits geben. Menschen erschaffen kein Bewusstsein. Bewusstsein erschafft Menschen. Diese Charaktere, die wir geschaffen haben, sind nur Bewusstsein, das sich selbst ausdrückt. Bewusstsein erfährt alles und jeden,
denn alles und jeder ist erschaffen innerhalb des Bewusstseins. So, und nun kann man sich fragen, warum sagt man, ich bin erwacht, wenn jemand spirituell erleuchtet ist? Sie sagen so etwas wie, ich bin erwacht oder ich bin aufgewacht. Von was meinst du, sind die wach geworden? Von was sind die aufgewacht? Nun, was passiert, wenn wir aufwachen von einem verrückten Traum? Wir sagen, oha, ja, verrückt, aber es war ja nur ein Traum. Und dann glaubst du, dass du wach bist. Aber das bist du nicht, weil dies ebenso ein Traum ist, von dem du aufwachen kannst. Folgst du mir? Das bedeutet, du träumst jetzt gerade. Ich träume, er träumt, sie träumt. Wir alle haben unsere eigenen Träume innerhalb eines kollektiven Traums. Ich meine, denke wirklich darüber nach. Wenn das hier ein Traum ist und du erwachst, dann entspricht es dem, wie wenn du in einem Traum luzide wirst. Dann kannst du den Traum bewusst steuern. Und dafür ist das Gesetz der Anziehung und Manifestation erstaunlich. Wir können unser eigenes Projekt machen und unsere eigene Realität erschaffen. Daran kannst du sehen, wie mächtig und kraftvoll wir wirklich sind, wenn wir uns darüber bewusst werden, dass wir träumen. Du kannst alles kontrollieren und tun, was du willst in deinem Traum. Das nennt man luzides Träumen. Und wo du dieselben Dinge tun kannst im sogenannten Wachzustand, nennt man es Erwachen. Es wird nicht ohne Grund spirituelles Erwachen genannt. Wenn du aufwachst, dann erkennst du, dass es nicht das ist, wonach es aussieht, und dass es im Grunde nur ein Traum ist. Du bemerkst, dass du nicht dieser Charakter bist und nicht dieser Körper und auch nicht deine Gedanken. Du beginnst zu erkennen, dass du kein Mensch bist, der das Universum erfährt. Stattdessen bist du das Universum, was eine menschliche Erfahrung hat. Das ist eine sehr erstaunliche Erkenntnis. Das ändert das Leben von so vielen Menschen. Und der einzige Grund, warum es so schwer ist, dies als wahr zu erkennen, ist, weil ein Mensch nicht erwachen kann. Erleuchtung kann nicht auf der mentalen Ebene erreicht werden, denn ein Mensch kann nicht erwacht sein. Du wirst dieses Erwachen ein Leben lang verfolgen, wenn du nicht verstehst, dass Erwachen geschieht, wenn du erkennst, wer du wirklich bist. Es ist das eine Bewusstsein, was bewusst wird über sich selbst. Ein Mensch kann sich nicht bewusst sein über sich selbst. Nur Bewusstsein kann sich seiner selbst bewusst sein. Versuche es für dich selbst. Versuche, dass dein Körper über sich selbst bewusst wird. Das ist nicht möglich. Das Einzige, was passieren wird, ist, du wirst das Bewusstsein auf die Wahrnehmung deines Körpers lenken. Es ist das Bewusstsein, was bewusst ist. Es ist nicht der Mensch oder der Verstand. Wenn du also auf der Reise des Erwachens bist, dann denke daran, dass deine Gedanken nicht wissen, wer du bist. Und auch dein Körper nicht weiß, wer du bist. Nur du kannst wissen, wer du bist. Und das ist es, warum du das ganze Wissen dieser Welt haben kannst und trotzdem weiterhin leidest. Denn Gedanken können nicht du sein. Um wirklich zu wissen, wer du bist, musst du dich selbst erfahren.
Du musst bewusst werden über dein Bewusstsein. Nun, ich möchte nicht versuchen, irgendjemanden von euch dazu zu bringen, sich zu dissoziieren und verrückt zu werden. Genieße die Erfahrung. Mit dieser Information wirst du fähig sein, die Erfahrungen zu erschaffen, die du haben möchtest. Du kannst alles haben, was du willst. Dies ist dein Traum. Dies ist deine Erfahrung, mit der du spielen kannst. Wenn du mehr über dieses Thema wissen möchtest, dann schaue nach Non-Dualität und Selbsterforschung. Diese beiden Dinge allein werden dich in die Erfahrung des Wissens führen, anstatt nur ein Glaube zu bleiben. Demnächst werde ich das Thema Realitätsgestaltung in den Videos öfter angehen. Wenn dich das auch interessiert, dann abonniere gerne meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.